Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen. Heute möchte ich mit euch einen leckeren Eintopf machen, und zwar eine Graupensuppe oder Graupeneintopf. Gefunden auf dem Blog von Rezepte mit Herz von Manu und Joelle. Habe ich mir ausgedruckt. Ihr seht es hier auf dem Foto. Und ich habe mir die Zutaten schon beiseite gelegt. Und zwar braucht ihr eine Zwiebel, 20 Gramm Öl brauchen wir zum Andünsten, 1 Liter Wasser, 110 Gramm Graupen, dann braucht ihr einen Bund Suppengrün. Hier steht jetzt im Rezept 250 Gramm, aber ich habe einfach einen Bund genommen und habe also alles genommen davon. Ob jetzt die Möhre, also bestehend aus Möhre, Sellerie, habe ich schon hier in passende Würfelchen geschnitten, Porree in Ringen, Petersilie habe ich mir hier auch schon in das Gläschen reingemacht. Des Weiteren braucht ihr noch Mettwürstchen. Ich habe jetzt Mettenten. Im Rezept steht drin 2 Stück. Ich habe ein Paket von 4 gekauft, 3 geschnitten, eine gegessen, zusammen mit den Hunden. Also ich habe 3. Dann braucht ihr noch einen Teelöffel Salz. Ihr braucht Gemüsebrühe und Pfeffer. Das war es eigentlich schon. Und starten tun wir mit der Zwiebel. Die packen wir jetzt hier rein und zerkleinern die. Ich mache das immer 3 Sekunden auf 5. So. Die müssen wir andünsten. Das heißt also alles wieder runterschieben. So. Dann kommen 20 Gramm Öl dazu. Und dann dünsten wir das an, 3 Minuten auf 120 Grad. 3 Minuten, 120 Grad, Stufe 1. Die Zwiebel haben wir jetzt angedünstet. Das Suppengrün habe ich ja jetzt mit dem Messer klein geschnitten, weil das dann optisch einfach besser aussieht. Ihr könnt natürlich das Suppengrün auch im Thermomix klar machen. Sieht natürlich dann nicht so schön akkurat aus. Das schreibt Manu auch in ihrem Rezept und schreibt, wer das Gemüse im TM zerkleinern möchte, macht dies etwa 5 Sekunden Stufe 6. Ich schneide es lieber mit dem Messer in Würfel. Das Auge isst mit. Und das habe ich dementsprechend auch gemacht. Aber wenn ich so einen Eintopf mache, mache ich das eigentlich immer. So, jetzt schreibt sie alle Zutaten nun in den Mixtopf geben. Alle Zutaten wären dann. Erstmal der Liter Wasser. Mal gespannt, ob ich jetzt hier genau einen Liter reingekriegt habe. Sogar ein bisschen mehr, aber das ist kein Problem. Dann die 110 Gramm Graupenmittel. Das komplette Suppengrün. Sprich Möhre, Sellerie, Porree. Petersilie. Auch. Ich lasse nur so ein bisschen zurück, was ich mir nachher hinterher auf meinen Teller brösele. Dann ein Teelöffel Salz. Ein Esslöffel Gemüsepaste für Gemüsebrühe oder auch ja, in Pulverform. Ich nehme ja immer das von Alnatura. Das ist ohne Zusatz von Hefe und so weiter. Das ist, also mir schmeckt das super gut. Deswegen nehme ich das sehr, sehr gerne. Und dann nehme ich 2 schöne Rohe. Ich mag es eh schön würzig. Und wenn es noch nicht ausreichend sein sollte, kann man ja immer noch was reinpfeffern. Apropos Pfeffer. Kommt jetzt auch ordentlich was rein. Haben wir eigentlich schon alles drin. Was ich jetzt noch mache, ich tauche das mal eben unter, damit die Gewürze im Wasser sind. So. Es regnet da schon wieder, ey. Ich kriege einen Kotzreiz, echt. Erst scheint die Sonne, ein paar Sekunden später ist es stockduster und es regnet wieder. Also das ist wirklich mehr als Herbst. So, jetzt wird es einfach gekocht, und zwar 35 Minuten. Also, Moment. 35 Minuten, 90 Grad Linkslaufstufe 1.
Jetzt steht aber im Rezept 10 Minuten vor Ende der Garzeit, gibt Manu die Mettwürstchen dazu. Also nicht von Anfang an. Das heißt, dass ich mir das nicht auf 35 stelle. Ich stelle es mir auf 25, 90 Grad. Linkslauf, Stufe 1. Und wenn das nachher bimmelt nach 25 Minuten, packe ich die in Scheiben geschnittenen Mettwürstchen rein und gar dann einfach nochmal 10 Minuten weiter. Dann brauche ich nicht auf die Uhr gucken, dann sind die 25 Minuten rum. Deswegen mache ich das so. Okay, dann sehen wir uns in 25 Minuten, wenn ich die Mettwürstchen reintue. Und ja, bis gleich. Moment, Moment. Eins der wichtigen Sachen haben wir noch vergessen, die ich am Anfang auch gar nicht aufgezählt habe. Das ist, weil ich das nicht da vorne bei mir stehen habe. Da kommen doch noch Kartoffelchen rein, Mensch. Und zwar sind es 500 Gramm Kartoffeln in Würfeln. Warum habe ich das nicht gesehen? Kann man mal sehen, wie blind ich bin. Also die kommen natürlich auch noch rein. Und dann ist wirklich der Pott bis oben hin voll. Jesus Maria. Das ist aber wirklich ordentlich. Jo, jetzt sind wir fertig. Und jetzt machen wir 25 Minuten. 90 Grad habe ich noch. Stufe 1. Bis gleich. So, ihr Lieben, 25 Minuten sind rum. Ich werde jetzt, wie mache ich das jetzt? Vorsichtig hier die Mettwurst reingeben. Ich kann die nicht über Kopf da rein und spritze mir das alles entgegen. Und dann nochmal weitere 10 Minuten garen. Draußen wird schon wieder richtig duster. Ich werde mal eben schnell losdüsen, die Kinder von der Schule abholen. Weil die sind ja heutzutage zu cool, mit dem Schirm zu gehen. Und die Schule ist bei uns in der Nähe, die laufen zu Fuß. Und wenn die dann im Regen laufen, dann sind die kladdernass bis auf die Knochen. Und das kann das Mutterherz nicht ab. So. Abputschen. Und Wurst untertauchen. So, und nochmal 10 Minuten weiter garen. Bis gleich. So, Kinderchen abgeholt. Und die Zeit ist um. Jetzt werde ich als allererstes erstmal hier mal ein bisschen umrühren, gucken, wie dick das ist. Oh, das ist, das ist wirklich optimal. Ach, richtig klasse, Leute. Richtig klasse. Ich halte euch das mal unter der Nase, wo? Guckt euch das mal an. Voll bis oben hin, wo? Also im 31er wird es knapp. Das wird knapp. Und es ist eine richtig tolle Konsistenz. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, wie schmeckt das? Ich könnte mir vorstellen, dass ich bestimmt noch nachwürzen muss, weil ich bin nämlich so ein bisschen, naja. Mmh, ja. Aber nicht viel. Also was ich noch reinmachen muss, ist Salz. Und ein bisschen Gemüsebrühe nehme ich auch noch. Schön unter. Aber optisch sieht das richtig toll aus. Schön bunt. Gelblichen Kartoffeln, der Sellerie, weißlich, die schönen grünen Möhren. Ach, die grünen Möhren. Ich habe schon wieder Petersilie. Die orangefarbenen Möhren, die grüne Petersilie und dann die Würstchen dann halt. Jetzt tue ich es nochmal. Beziehungsweise jetzt probiere ich es nochmal, nicht nur probieren. Ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt hole ich den Teller raus, richte das an und dann kommt die offizielle Geschmacksprobe. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich darf probieren und ich freue mich wirklich sehr, weil ich stehe ehrlich gesagt richtig auf Eintöpfe und so schöne, wärmende Suppen. Mmh. Mmh.
guten Hunger. Köstlich. Köstlich, sag ich euch. Sehr, sehr köstlich. Jetzt essen wir noch eine Wurst. Fein, fein. Perfekt. Topf ist voll bis oben hin. Familie freut sich. Ich weiß nicht, ob die Kinder sich so freuen. Das weiß ich jetzt nicht, aber Vater freut sich, Mutter freut sich. Das ist ja auch mal wichtig, ne? Man kann ja nicht immer nur nach den Wünschen der Kinder kochen. Okay, habe ich hier einen Spritzer drauf? Jo. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr da Bock drauf hättet, das mal nachzukochen. Ein Topf ist schon was Feines und geht super perfekt im Thermi. Die meiste Zeit habe ich nur am Rechner gesessen und rumgesurft und rumgemacht und Kinder abgeholt, also perfekt. Okay, dann würde ich mal sagen, bis bald, passt auf euch auf und tschüss!